Der Heslacher Tunnel. Jeden Tag durchfahren ihn 50.000 Autos. Verantwortlich für den Betrieb ist das Tiefbauamt der Stadt. Lokaltermin zum 25-jährigen Jubiläum. Die größte Herausforderung liegt, denke ich, darin, dass wir einen Straßentunnel 24 Stunden am Tag und 350 Tage im Jahr betreiben müssen. Und was heißt das? Ja, dass die ganzen betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen reibungslos funktionieren, dass sie kontinuierlich unterhalten, erhalten werden und auf dem neuesten Stand der Technik sind. Tunnel galten in der Vergangenheit oft als gefährlich. Wie sicher sind Stuttgarts Tunnel? Ja, also seit den Tunnelbränden hat die Stadt hohe Anstrengungen unternommen, um Nachrichtungsprogramme in den Stuttgarter Straßentunneln umzusetzen. Da stand sicherlich der Heslacher Tunnel mit im Vordergrund. Wir haben hier im Heslacher Tunnel von 2004 bis 2012 insgesamt für 30 Millionen Euro betriebs- und sicherheitstechnische Einrichtungen nachgerüstet. Also der erste wichtige Schritt war mal die Verlängerung der Fluchtstollen, die parallel zum Fahrraum des Tunnels verlaufen. Und damit hat man mehr Möglichkeiten geschaffen, dass man aus dem Fahrraum heraus in einen sicheren Fluchtstollen kommt. Die Fluchtweglängen sind damit halbiert worden und betragen heute nur noch ca. 250 Meter im Mittel. Wie oft muss denn so ein Tunnelbelag erneuert werden oder frisch gestrichen werden? Die Umwelteinflüsse, sag ich mal, mit dem Regen und dem Schmutz sind in den Tunneln sehr, sehr umfangreich. Also die Tunnel verschmutzen doch sehr stark. Wir bemühen uns, dass wir die Tunnel einmal im Jahr reinigen. Im Heslacher Tunnel findet zweimal im Jahr eine Reinigung der Tunnelwand statt. Es werden die Bankette regelmäßig gereinigt, sodass ein sauberer Zustand da ist. Also das stellt uns schon vor besondere Herausforderungen.